ist seit dem allerersten Fallout von 1997 der Leitspruch der postapokalyptischen Rollenspielsaga. Bis jetzt, denn das nächste große Fallout-Abenteuer macht so ziemlich alles anders. Und das beginnt schon bei den Grundlagen. Denn Fallout London spielt nicht nur erstmals in der Serie nicht in den USA, kommt auch nicht von Bethesda Game Studios und ist komplett kostenlos. Diese bisher aufwendigste Total Conversion für Fallout 4 will ich euch hier vorstellen und zeigen, wieso das hier das Zeug hat, Bethesda und deren Fallout 5 ganz schön ins Spitzen zu bringen. Ich bin Michi, bin selbst eine Fallout-Mod und in diesem Video machen wir gemeinsam einen Ausflug in die Stadt an der Themse, der enttäuschte Fans der Reihe wieder zum Strahlen bringen dürfte. Dieses Video wird euch präsentiert von Clark. Mit der kostenlosen App behaltet ihr eure laufenden Versicherungsverträge im Blick und bekommt Tipps, wo es bessere Angebote für euch gibt und welche Versicherungen euch vielleicht noch fehlen. Der digitale Versicherungsmanager findet dazu bei über 180 unabhängigen Versicherungsunternehmen die Tarife, die gut zu euch passen, wenn ihr Clark euer Maklermandat übertragt. Über die Chatfunktion könnt ihr zudem individuelle Fragen beantworten lassen. Wenn ihr die App installiert, bei der Registrierung den Gutscheincode GAMESTAR45 eingebt und dann in der App eine bestehende Versicherung hinzufügt, schenkt euch Clark zudem noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Bei 3 Versicherungen sind es sogar 45 Euro. Alle weiteren Infos zur Clark-App gibt's über den Link in der Videobeschreibung. Wie der Name schon sagt, spielt Fallout London in der englischen Hauptstadt und deren Umland. Die haben wir zwar schon zigmal in Spielen wie The Order 1886, Assassin's Creed oder Watch Dogs besucht, für die Fallout-Serie ist das aber eine absolute Premiere. Denn die hatte die Folgen eines globalen Atomkriegs im Jahr 2077 immer nur für US-Staaten wie Kalifornien, Nevada oder Washington DC, noch nie aber auf dem europäischen Kontinent gezeigt. Für das zwischen 20 und zu Hochzeiten auch mal 60 Personen umfassende Modding-Kollektiv hinter Fallout London, kurz FOLON, ist das ungeheuer befreiend. Denn so können die ihre Kreativität freien Lauf lassen und sich nicht nur beim Rüstungs- und Waffendesign, sondern auch bei der Story und den Fraktionen austoben. Zwar gibt's in Fallout London durchaus verbindende Elemente wie etwa die Protectron-Roboter, statt der stählernen Bruderschaft treiben sich aber Mitglieder der Ritter der Tafelrunde in den Ruinen der Stadt herum. Ihr startet als der oder die Wayfarer, also Wanderer, ins Abenteuer. Das beginnt aber in einem Wassertank in einem Labor der geheimnisvollen Angel-Wissenschaftler, die eure Figur scheinbar im Reagenzglas künstlich erschaffen haben. Dort gestaltet ihr nicht nur euer Aussehen, sondern vergebt auch im bekannten Special-System Punkte auf die Charakterattribute. Außerdem entscheidet ihr euch hier für 2 Traits, also besondere Eigenschaften, die allesamt aber im Ausgleich für Vorteile dazu passende Nachteile mit sich bringen. Hoarder erlaubt es euch zum Beispiel, mehr Tragekapazität zu haben, wenn die aber dann erreicht ist, könnt ihr euch einfach gar nicht mehr bewegen. It seems I neglected to introduce myself. Very unprofessional of me. I'm Mr. Smythe. And you? Well, it doesn't matter who you are. Insgesamt sollen Skillchecks in Gesprächen häufiger und der Rollenspielanteil deutlich höher ausfallen als in Fallout 4. Zwar zeigt euch das Spiel wieder ausformulierte Antworten an und auch andere Figuren bekommen Sprachausgabe, euer Charakter wird in den Gesprächen aber stumm bleiben. Bevor euch die Angel-Schergen aber zu einem willenlosen Klonsoldaten fertig konditioniert haben, gibt's plötzlich einen Zwischenfall.
Jetzt brecht ihr aus dem Labor aus und müsst im Verlauf von dutzenden Haupt- und Nebenquests, Kämpfen und Dialogen herausfinden, was hier eigentlich gespielt wird. Wer steckt hinter dem Angriff? Was will der mysteriöse Mr. Smythe und seine Angel-Fraktion? Und wie sieht London nach dem Atomkrieg aus? Dabei hilft euch euer Taschencomputer, das London-Pendant zu Vault-Tecs Pip-Boy, mit dem ihr nicht nur eure Attribute in euer Inventar verwaltet, sondern auch Türen öffnet. Eine Taschenlampenfunktion hat der dafür nicht, ihr könnt aber eine Lampe an euren Gürtel klemmen. Die Spielwelt soll dabei ganz London abbilden, wird allerdings nicht maßstabsgetreu umgesetzt. Statt also langweilige Wohnblocks und Industriegebäude in der Creation Engine nachzubauen, konzentriert man sich auf bekannte Wahrzeichen wie den Palace of Westminster, Tower und Tower Bridge oder den Buckingham Palace und dampft die Stadt dazwischen etwas ein. Nicht alles davon wird begehbar sein, Fallout London soll aber deutlich mehr Innenräume als bisherige Spiele haben. Trotz zahlreicher Touristenfallen soll Fallout London aber keine launige Butterfahrt, sondern deutlich düsterer als Fallout 4 anmuten. Das merkt ihr auch beim Erkunden des Londoner Umlands, das durch exzessives Fracking ziemlich ruiniert und entsprechend trostlos ist. Unterhalb gibt's nicht nur zahlreiche Tunnel und Gewölbe, sondern natürlich auch die Londoner U-Bahn, die Tube. Und obwohl das für die Fallout-Serie alles andere als selbstverständlich ist, fährt die in der Total Conversion tatsächlich noch. In ehemaligen U-Bahn-Stationen haben sich auch verschiedene Siedlungen gebildet und statt den Vault-Tec-Walls gibt's im Londoner Untergrund noch jede Menge alte Luftschutzbunker namens Pindar-Stations zu entdecken. Insgesamt ist die Open World von Fallout London also immer noch gigantisch groß, denn die Spielwelt ist ja mindestens so riesig wie die von Fallout 4 und bei der waren weite Teile an der Ostküste ja einfach nur Wasser. Wasser gibt's in Fallout London natürlich auch, denn auch im Jahr 2237 fließt da natürlich noch die Themse durch, über die ihr übrigens auch mit einem Boot schippern dürft. Weil das Wasser aber hoch verstrahlt ist, gibt's an den Flussufern und in der Kanalisation reihenweise neue Mutanten, wie die fischartigen Themsenhunde oder das um Kiemen und Flossen mutierte Themsenvolk. Außerdem trefft ihr auch auf den Gehenna, den sich das Team allerdings nicht komplett selbst ausgedacht, sondern aus dem nie erschienenen Van Buren-Prototypen von Black Isle Studio adaptiert hat. Als Rager bezeichnet das Team radioaktiv verstrahlte Dachse, die euch vor allem nachts zum Verhängnis werden, tagsüber aber schlafen. Weniger gefährlich, aber dafür umso zahlreicher sind die Pig-Rats, die es auch so schon im allerersten Fallout gab. Und dann gibt's natürlich noch diverse Eigenkreationen, wie etwa diesen Briefkastenbot oder diese laufende Seemine. Außerdem wird's auch von oben nass, denn zusätzlich zu den Rad-Stürmen aus Fallout 4 gibt's in Fallout London den für England typischen Regen. Der ist in der Postapokalypse aber natürlich sauer und auch radioaktiv, weswegen ihr auch einen Regenschirm zum Schutz aufspannen dürft. Wie eingangs schon erwähnt, trefft ihr in Fallout London nicht auf bekannte Gruppen wie Enklave oder Brotherhood, sondern ganz neue Fraktionen. Statt den Minutemen gibt's in England etwa die Tommies, deren Rüstungen an britische Weltkriegsuniformen erinnern. Statt dem Institut gibt's die geheimnisvolle Angel-Gruppe, die Gerüchten zufolge aus der wissenschaftlichen Elite des Vorkriegs-Englands hervorgegangen sein soll. Die aktuelle Führung über London liegt aber bei der Gentry, einer, wie der Name schon nahelegt, adeligen Fraktion. Die haben sich im Palast von Westminster hinter dicken Mauern verschanzt und wollen von dort aus das Vereinigte Königreich wieder aufbauen, und zwar um jeden Preis. Eigentlich sieht sich aber die Fifth Column und ihre Anführerin Eve Varney als die rechtmäßigen Herrscher über das neue Vereinigte Königreich und wollen die Gentry deshalb so schnell es geht loswerden. Ähnlich sieht das auch die Gruppierung Camelot mit ihren Rittern der Tafelrunde. Zu Beginn des Spiels sind die aber abgetaucht und versuchen aus dem Untergrund die Herrschaft der Gentry zu beenden. Und dann gibt's noch die Vagabonds und das Isle of Dogs Syndicate, zwei Gangs, die sich seit Jahren einen erbitterten Bandenkrieg liefern. Jeder dieser sieben Fraktionen sollt ihr euch im Verlauf des Abenteuers anschließen können. Weil es in London keine Brotherhood of Steel, kein Vault-Tec und keine Enklave gibt, fehlen logischerweise auch deren übliche Bewaffnung. Ihr tragt also keine Powerrüstung oder Fatman-Launcher.
Schusswaffen wird es in Fallout London zwar auch geben, insgesamt soll das Spiel aber einen größeren Fokus auf Nahkämpfe legen als noch Fallout 4. Neue Waffen wie etwa diese Firelands Shotgun dürft ihr dann aber auch wieder auf verschiedene Arten modifizieren, hier etwa mit Fahrradsattel als Schaft. Und auch Rüstungen mit besonderen Fähigkeiten wie diesen Ares Frame wird es geben, die unterscheiden sich aber stark von den fahrzeugartigen Powerrüstungen in Fallout 4. In the pub just down the road was a man who says he's seen it all, and he claims that he's been in that nuclear submarine. We've all seen that nuclear submarine, that nuclear submarine, yeah. And we've all seen that nuclear submarine, that nuclear submarine, yeah. Um dem Spieler eine möglichst eigene Identität zu geben, hat das Forlorn-Team nicht nur jede Menge typisch britische Werbetafeln in der Welt verteilt, sondern auch einen komplett neuen Soundtrack für den In-Game-Radiosender zusammengestellt. Da klingen dann Songs wie das an den Beatles-Klassiker Yellow Submarine angelehnte Nuclear Submarine und zig weitere Stücke durch die Ruinen der Stadt. Trotz aller Düsternis soll Fallout London nicht bierernst rüberkommen, der Humor wird aber typisch britisch-schwarz. Und apropos bierernst, weil es bekannte Werbefiguren wie den Vault Boy oder Nuka-Cola in England nie gegeben hat, trinkt man hier ein gepflegtes Pint Iron Brew aus der Atombombenflasche. Na dann, cheerio, Miss Sophie. Fallout London ist eine Total Conversion von Fallout 4. Die Mod an sich wird das Team kostenlos anbieten. Um es spielen zu können, braucht ihr aber eine Vollversion von Fallout 4 inklusive aller DLCs. Aktuell ist nur eine PC-Version geplant, konkrete Pläne, die Total Conversion auf die Konsole zu bringen, gibt es bisher noch nicht, aber wer weiß. Momentan plant Fallout Team den Release für das Jahr 2023, wenn Bethesda das Team bis dahin nicht geschluckt hat. Denn der Publisher ist auch auf die Mod aufmerksam geworden und hat bereits zwei Teammitglieder bei sich eingestellt und einer dritten Person eine Stelle angeboten. Ein ziemlicher Ritterschlag also für das ganze Projekt, das Chefautorin Stephanie Zachariadis und dem Haupttechnikberater Ryan Johnson alles Gute beim neuen Job wünscht. Im GameStar-Interview verrät Projektleiter Dean Carter aber, dass die Mod, egal was auch passiert, auf jeden Fall veröffentlicht wird. So habe man Maßnahmen getroffen, um die bisherige Arbeit so veröffentlichen zu können, dass man zumindest im virtuellen Endzeit-London herumlaufen kann, auch wenn noch nicht alle Quests fertig sind. Where are you going? I doubt you'll make it far. Someone such as yourself. You were more useful as a lab rat. Nach allem, was man schon bisher darüber weiß, klingt das ganze Projekt aber extrem vielversprechend für alle, die mit Fallout 76 nichts anfangen können und nicht bis nach The Elder Scrolls 6 auf Fallout 5 warten wollen. Denn Fallout London will zwar die legendäre Rollenspielreihe aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen, bewahrt dabei aber viel von dem, was die Serie früher zum Welterfolg gemacht hat. Vielleicht kann man letztlich also doch sagen, was the location might have changed. War never changes.